Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Menschen an den Bildschirmen. Liebe Annalena, hallo, hier ist dein Gewissen. Ich bin sehr gespannt, was du heute erzählst. Uns bleiben weniger als 30 Jahre, unser Leben, unseren Wohlstand auf Klimaneutralität zu bauen. Hervorragend gesagt, damit beruhigst du mich wirklich sehr. Klimaschutz ist eins der ganz wichtigen Ziele der Agenda 2030. Danke. Europa muss sich als eigenständige Playerin in der Welt behaupten. Außenpolitik? Sehr gut. Hast du dran gedacht, die Bekämpfung von extremer Armut und Hunger in die Rede zu schreiben? Nein. Sag mir nicht, dass du das vergessen hast. Bitte. Gerade nicht, weil wir weniger globale Kooperation wollen, sondern weil sich Europa und insbesondere die deutsche Außenpolitik im Windschatten der... Entschuldigung, du musst jetzt sagen, dass wir mit der Agenda 2030 auch eine Verantwortung gegenüber den ärmeren Ländern haben. Nicht nur für die ärmeren Länder dieser Welt, sondern auch geopolitisch. China füllt die Lücke, die der Westen gelassen hat. Nun auch in dieser Pandemie. Naja, Annalena, das geht besser. Also da hätte ich jetzt an deiner Stelle auch ein Kloß im Hals, ehrlich. Trinkwasser, sehr gut, oder? Ist übrigens Punkt 6 auf der Agenda 2030 nur so am Rande. Ein neues Kapitel aufschlagen. Für unser Land. Für unser gemeinsames Europa. Und der Rest des Planeten? Ja, ist noch Luft nach oben, muss man sagen. Sei froh, dass du mich hast. Ich werde dich weiter erinnern.